damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Heroes of the Storm, in dem wir ein paar Lootboxen zusammen öffnen, ja, ein paar Truhen öffnen hier bei Heroes of the Storm. 20 Truhen sollen es heute wieder sein und nein, wir haben diesmal keine Spielzeugtruhe vor uns. Wir haben einige noch ältere Truhen, die wir noch öffnen wollen, 20 Stück an der Zahl. Wie gesagt, wir haben dreimal seltene Königszieher-Truhen, die wir dann öffnen. Wir haben 9 normale Beutetruhen, einmal eine Hammertruhe, dann seltene Truhen zweimal mit dabei. Die Spielzeugkisten lassen wir hier noch liegen für heute. Wir haben dann noch Königszieher-Truhe, die normalen. So, genau so ist es. Und das gibt im Ganzen 20 Truhen, die wir heute öffnen wollen. Und wir beginnen hier hinten mit der normalen Königszieher-Truhe. Ja, viel Spaß dabei. Ich hoffe, wir haben guten Loot und schauen uns das Ganze mal an. Los geht's mit der ersten Truhe. Wir haben zweimal was Seltenes mit dabei, zweimal was Gewöhnliches. Die gewöhnlichen Sachen sind ein Porträt von Medivh, das ist ein Duplikat. Dann haben wir hier... Nun zu euch. Geil. Richtig geil. Von Ragnaros, dann 50 Splitter. Und wir kriegen hier einen Kriegsbanner der Geister und Gespenster. Seltener Banner. Sehr cool. Ein cooler Banner, wie ich finde. Und ja, wir haben einen Duplikat und wir haben 50 Splitter. Aber ich würde sagen, wir nehmen das Ganze, weil ich finde den Spruch von Ragnaros schon mal richtig geil. Und dann noch das seltene Banner, was auch richtig cool ist. Also wir behalten das Ganze hier. Weiter geht's mit der zweiten Königszieher-Truhe. Da haben wir viermal was Gewöhnliches. Und wir kriegen hier... ein Porträt Alcatraz ist was anderes. Alterac Yeti natürlich. Dann Schreckenslord Jaina gezeichnet als Porträt. Und wir kriegen Kerrigan, Königin der Gorgonen. Ja, der Spruch von Rexa ist ein Duplikat. Und ich würde sagen, wir nehmen hier eine neue Kiste. Ja, viermal gewöhnlich ist ein bisschen Bing. Und oh, da kriegen wir eine legendäre Sache mit dabei. So, zweimal gewöhnlich, 20 Splitter und Himmelsraptor-Porträt. Sieht sogar recht nice aus. Das Seltene ist in diesem Falle geisterhafter Kriegsbanner der Hexen und Wächterinnen. Auch ganz nett. Und legendär Asmodank. Legendärer Skin und den nehmen wir natürlich gerne mit. Ja, Asmodank, wie geil ist das denn bitte? Sehr schön. Wird angenommen und wir machen weiter mit der nächsten Königszieher-Truhe. Ja, war jetzt nicht wirklich was aus dem Halloween-Special mit dabei bisher. Nichts Großartiges. Da haben wir ein Spray. Johannas Grab. Zwei Duplikate. Und Karbot. Grabgolem. Ah, Freunde, da nehmen wir was Neues. Da nehmen wir was Neues. Finde ich jetzt nicht so der Hammer. Das ist nicht Hammer. Da kriegen wir Jaina Grab, ja. Okay, sieht nett aus. Dann haben wir hier Porträt Eulen der Sturmlanzen. Zweimal was Seltenes. Einmal Xul in Kupferrüstung und einmal Karbot Illidan als seltener Spray. Und ja, wir haben hier kein Duplikat mit dabei. Deshalb sage ich, wir nehmen das Ganze mal mit. So. Nächste Königszieher-Truhe. Und da haben wir Porträt Schändlicher Trank. Hütet euch vor dem Rabenfürsten. Dann Mecha Tassadar-Logo und 50 Splitter. Und da sage ich, Freunde, das ist mir zu wenig. Ja, kein Duplikat, aber hier, das ist mir zu lau, ne? So, was haben wir denn hier? 20 Splitter, dann Porträt Kürbis-Chen. Okay, Porträt Kel'Thuzad in Warcraft 3. Sieht ganz nett aus, aber ist halt auch nichts Besonderes. Und die epische Sache ist hier ein Gespensterpferd. Ja, habe ich schon eines in dieser Form. Finde ich jetzt nicht wahnsinnig cool, aber komm, wir haben kein Duplikat. Wir nehmen's. Wir nehmen's. Passt für mich. So, und die letzte normale Königszieher-Truhe. Da haben wir zwei Porträts drin. Einmal Rockstar Kleiner und einmal Cyberhawk Keltas. Okay, Murky, der Unkrautler, ist ein Duplikat. Und das Seltene hier, 50 Splitter, da sage ich, neue Kiste, Freunde. Neue Kiste, so nicht, ne? So nicht! So, dreimal gewöhnlich. Wir haben ein Duplikat, wir haben keine Zeit für Spielchen. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Hat sie nicht, wir auch nicht. Porträt, Jaina, die gute Hexe. Und es gibt noch ein Arcanes Kriegsbanner der Geister und Gespenster. Haben wir eigentlich schon eines gezogen in dieser Art, ne? Ist aber ganz nett, wir behalten es. Wir, na, doch, nee. Wir haben zwei Sachen drin, hier von Königszieher-Truhen. Wir behalten es, komm.
Wir behalten es. Wir haben natürlich die seltenen Königstiertruhen und können uns da dann schlauer machen. So, jetzt die seltene Truhe lassen wir erstmal noch liegen, denn wir wollen erstmal die normalen Beutetruhen, habe ich da überhaupt? Ja, 9 normale Beutetruhen öffnen. Ja, die seltenen kommen dann gegen Ende. So, oh, kein Duplikat bisher. Sehr schön. Wir haben Porträt, dunkler Templer, Schattenjäger. Ja, nett. Dann Emojis, Graumänner 1. Wir haben Porträt, Malfurion, der Verräter, stilisiert. Okay, und Scharlachrote, Arkanistin, Chainer. Behalten wir so, ne? Kein Duplikat mit dabei, können wir so gerne mitnehmen. Nächste normale Beutetruhe. Da gibt es schon mehr Duplikate. Wir haben einmal Porträt Nova als Agentin. Sieht ganz nett aus. Commander Raynor als seltener Skin. Ja, gut, ne? 2 Duplikate. Wir machen das Ganze neu. Wir machen das Ganze neu. War nur ein seltenes mit dabei. Auch hier nur eine seltene mit dabei. Da ein Duplikat. Wir haben, wie schmeckt dir deine Furcht? Wie schmeckt dir deine eigene Furcht? Ah, Diablo ist einfach episch, muss man halt einfach mal sagen. So, 20 Splitter und wir kriegen noch Samuro, der brennenden Klinge von Dranor. Ja, ist jetzt auch nicht der Wahnsinn, was wir hier kriegen, aber wir nehmen es mal mit. Wir nehmen es mal mit und wir machen weiter mit der nächsten Truhe. 4-mal gewöhnlich. Kein Duplikat, okay. Wir haben Porträt, Grimina, Schicksalshammer, okay. Dann Hammerschlag. Hammerschlag, ja, sehr schön. Tattoo von Tyrandes Eule, ja, und Emojis Kerrigan 1 und wir behalten das Ganze. Ich weiß, sind alles nur gewöhnliche, aber wir haben kein Duplikat mit drin gehabt. Von daher behalten wir das Ding. So, wir haben hier ein Duplikat. Dann Hammer. Jeglicher Konflikte werden enden. Geil. Ja, geil. Sehr schön. Dann haben wir hier Kommandant Varian-Symbol. Und wir haben Mal'Ganis aus der Hölle, ein seltener Skin. Und wir behalten die ganze Truhe hier. War gar nicht mal so übel. Wir kommen zur nächsten. Und das ist, glaube ich, eine epische Sache hier drin. Ist immer so ein bisschen schwer auszufinden, ob das jetzt episch oder rar ist. Aber es ist episch. Ist nicht selten, ist episch. Emojis Imperators Dukov. Ja. Ganz wenige Emojis können wir aber nehmen. Dann haben wir hier ein Duplikat. Wir haben Gähnen. Oh. Er gähnt tatsächlich. Ja, finde ich jetzt nicht so extrem geil. Vor allem halt der, der das aufgenommen hat. Ne? Stell dir vor, du bist in der Tonkabine und dann musst du das machen. Ja, alles klar. So. Die epische Sache ist hier Unheilige Gruftkönigin Zagara. Ne? Es ist ein Duplikat, gibt 100 Splitter und ich muss ganz ehrlich sagen, die Kiste ist für gar nichts. Ne? Auch wenn wir hier ein episches Ding drin haben, 100 Duplikat, also 100 Splitter, aber nee. Nee, neuer Versuch, bitte. Das Ganze noch einmal und nochmal was Episches, zumindest das. So, Duplikat, Duplikat, dann haben wir einen Spruch. Ich werde euch begraben. Okay, ja, kann man sich geben. Und, wow, Knochenfratzen, Xul. Finde ich geil. Finde ich richtig geil und das nehmen wir mit. Das nehmen wir jetzt mit. Danke dafür und es geht weiter mit der nächsten Beutetruhe. 2-mal was Seltenes mit dabei. 2 Duplikate haben wir schon bei den gewöhnlichen. Illidan, der Zinnoberrüstung, der Ereda. Ja, okay. Sieht ganz nett aus, wie ich finde. Und wir haben hier Papier DHK als seltener Spray. Auch ganz nett, aber ich frage mich halt, wir haben echt 2 Duplikate. Ja, ich finde zwar den Skin richtig cool, muss ich sagen hier. Sieht richtig gut aus. Ja, komm, wir behalten das Ding. Wir behalten das. Nächste Beutetruhe. So, sehr schön. Da geht was ab, Freunde. Einmal selten und 2-mal was Episches. Jetzt geht's aber los hier. Wir haben, ja, Leutnant Morales als Duplikat. Kriegsmatrone Cassia, der Totenheers. Des Totenheers. Ganz nett. Ganz nett, wie ich finde. So, Chen als epischer Held. Ne, haben wir schon. Und, ah, komm jetzt. Nicht wahr, oder? Das sind 205 Duplikate. 205 Duplikate. Also Splitter. Alter. 2-mal episches und dann habe ich beides bereits. Ich bin mir gerade am überlegen, wollen wir das trotzdem nehmen? Es sind halt schon viele Splitter. Muss man sich geben, ja? Sind viele Splitter.
Auf der anderen Seite, will ich denn das? Oder will ich eine neue Kiste? Es sind zwei epische mit dabei. Komm, wir behalten es. Ist ein bisschen mau, aber wir behalten es. Es sind halt viele Splitter, ne? So. Dreimal gewöhnlich. Einmal was Seltenes. Einmal Duplikat. Wir haben Emojis. Mecha-DHK 2. Dann Lili von der Pandarianern. Von den Pandarianern, okay. Nice. Und Kabot Graumähne. Ja, nice. Wir nehmen's, komm. Wir nehmen's. Ein Duplikat war mit dabei. Passt schon. So, dreimal gewöhnlich. Einmal selten. Duplikate sind bisher eines dabei. Dann haben wir 50 Splitter hier. Sonja-Symbol und Emoji Stukov 2. Die sehen gar nicht mal so schlecht aus, aber komm, lass uns eine neue Kiste öffnen. Lass uns eine neue Kiste öffnen. Viermal gewöhnlich. Und wir haben zwei Duplikate drin. Es wäre einmal Ritter der lebenden Toten und Pandomanium. Ja, der sieht richtig gut aus, wie ich finde. Ritter der lebenden Toten, der Spray ist richtig geil. Aber Freunde, ich will eine neue Kiste. Ja, einmal was Seltenes mit dabei. Ja, ein Duplikat. Wir haben eine Cheerleaderin Kerrigan im Retro-Stil. Dann Porträt Frostnova und Varian in Kupferrüstung. Komm, okay, wir nehmen's. Wir nehmen's. Ist nur ein Duplikat mit dabei, aber jetzt nicht die Hammerkiste. Weiter geht's mit der nächsten. Vielleicht haben wir da was Besseres drin. Und da gibt es Porträt Uther der Sanitäter. Wir haben einmal Genji Banner als Duplikat. 20 Splitter. Und es gibt dunkler Sturmfürst Falstad. Ja, nehmen wir. Nehmen wir. Nächste Truhe. Und da haben wir wieder zwei seltene mit dabei. Wir kriegen zum einen Protoss, gewöhnlicher Spray. Dann wieder Tracer Banner als Duplikat. Wir haben Kampfgestellter Blaze, okay, als seltener Skin. Und Smaragdkönigin Funkelchen, seltener Skin. Können wir so nehmen, ja. Ein Duplikat, das passt doch. So, wir kommen weiter zur Hammertruhe. Ja, da ist was für den Hammer drin. Sergeant Hammer, mal schauen. Ja, zwei Duplikate. Wir haben einmal Schwächen offenbart. Eure Schwächen sind offenbart. Von Karasim. Und die seltene Sache ist ihr Porträt Karbot Hammer. Okay, das geht besser, Freunde. Das geht besser. Zwei Duplikate und dann nur ein Porträt. Nee, danke. So, Porträt Anna-Emblem. Dann Porträt Karbot Illidan. Wir haben abtrünnige Leutnant Hammer als seltener Skin. Und wir haben Porträt Karbot Grabgolem. Ja, was soll ich denn da sagen? Die ganzen Porträts, ne? Das ist einfach nur Bullshit, ganz ehrlich. Und abtrünniger Leutnant Hammer ist jetzt auch nicht der super Skin. Wir machen das nochmal hier. Weil ich spiele Leutnant Hammer doch schon. Ah! Ich wollte sagen, ich spiele Leutnant Hammer doch ab und zu gerne mal. Und ich hoffe jetzt, da ist was für Leutnant Hammer drin. Wir haben einmal, das ist eure gerechte Strafe. Ja, genau. Das ist übersetzt, heißt das, ist eure gerechte Strafe. Kann ich, ne? Dann hier, ja, Duplikat. Sergeant Hammer. Dann Piratenkönigin Cassia und Valera als Heldin, Freunde. Hab ich noch nicht. Und da muss ich sagen, ja, Emoji hier, also das ist scheiße für Hammer in der Hammertruhe, aber ne, Valera als legendäre Heldin nehme ich. Tut mir leid. Ist gebonkt. So, was haben wir denn noch? Noch drei seltene Königstiertruhen und dann war's das, ja. Seltene Königstiertruhen, drei Stück. Schauen wir mal, was wir hier noch mitkriegen. Oh, nett Porträt. Einbalsamierter Kleiner. Sieht ganz nett aus. Dann haben wir hier, ihr müsst auf alles gefasst sein. Ihr müsst auf alles gefasst sein. Ist so. Nimm doppelt Maß von Genji, ist ein Duplikat. Und tiefgrüne Orphia. Ja, Freunde, es ist jetzt, ne? Wie soll ich jetzt das richtig ausdrücken? Ja? Das Porträt, das Einzige, was wir hier von den Königstiertruhen kriegen, ist ein bisschen mau. Lass uns da was Neues ziehen. Ich will die Königstiertruhen auch richtig schön auskosten. Oh, was Episches mit dabei. Ja, Emoji Sonja als Todesritter 1. Nice. Dann hier, oh, Porträt, verderbter Grabstein. Sieht nett aus. Dann Malfurion als seltener Helden. Habe ich schon. Ist ein Duplikat. Und schlüpfrige Seife. Episches Reittier. Nehmen wir gerne mit. So, das passt mir schon besser. Auch wenn es wieder vom Event hier nur ein Porträt gegeben hat.
Mal schauen, was wir jetzt kriegen. Auch ein Porträt Gul'dan der Wiedergänger. Ja, dann haben wir hier Porträtzeichnung von Wanda. Gibt's noch was vom Event? Ja, sehr schön. Kriegsbanner der Hexen und Wächterinnen, seltener Banner. Und es gibt Sündenherr Asmodan, seltener Skin. Ist ein Duplikat. Und wisst ihr was, Freunde? Wir nehmen das Ganze neu. Ja, wir nehmen das Ganze neu. Da muss noch ein bisschen mehr her. So, ihr werdet der Horde dienen. Ihr werdet der Horde dienen. Ja. Oder an ihr zerschellen. Aha, cool. So, wie es vorhergesagt wurde. Okay, haben wir auch noch was vom Event? Ja, Ohrenmeisterin. Und wir haben ein seltenes Banner. Ja, ich finde zwar hier Garrosh Spruch recht cool, aber Freunde, zwei Duplikate, ne? Und das Duplikat ist hier von der Königstiertruhe. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich will vom Event was haben irgendwie, ne? Also, zweimal was Gewöhnliches. Emojis Mephisto 2. Dann haben wir hier Zeitwanderin Chromi-Symbol. Wir kriegen einmal verderbter Kriegsbanner der Rabenarmee, ja? Ist was vom Event. Sieht ganz cool aus. Und ein Kriegsbanner der Tauren, seltener Banner. Ja, aber auch hier, da geht mehr, Freunde. Da geht mehr. Ich bin ein Zocker, ne? Ich bin ein Zocker. Da haben wir was Episches. Jetzt wird's interessant. Splitter, Porträt, Nachtfürstin Li Ming, ja. Dann nächtliche Kriegsbanner der Hexen und Wächterinnen als seltenes Banner. Und wow, Stolz des Löwenbändigers. Ein episches Reittier, Freunde. Geil, nehmen wir gerne mit. Sieht richtig cool aus. Nehmen wir gerne mit. Und hat sich schon rentiert jetzt. Und das sehen wir bei der letzten Kiste, Freunde. Eine seltene Königstierkiste als letzte Kiste. Ein Duplikat. Wir haben Funkelhäckselchen oder Häckschen als gewöhnlicher Spray. Wir haben Weißsträhne, die niedliche, verfluchte Hexe. Und wir haben Karbot Graumähne. Das ist natürlich nichts für die letzte Kiste für dieses Video. Wir nehmen das Ganze neu. So, zweimal gewöhnlich. Miau, der des Mr. Bigglesworth. Okay. Mein Leben für Ayu. Okay. Dann was Seltenes. Murky, der Hibiskus-Unkrautler. Und Valera in Blutfangrüstung. Ja, Freunde. Auch das ist nicht der Wahnsinn. Wir nehmen das Ganze nochmal neu. So, was gibt's denn hier? Zwei Seltene, zwei Gewöhnliche. Süße Maiev. Emoji Malganes. Okay. Johanna des Heiligen Eids. Okay. Und was vom Event müsste das sein? Ein Banner wieder. Ja, ist zwar kein Duplikat mit dabei, aber ich bin nicht zufrieden. Ich will mehr. Ja, vielleicht wäre das gar nicht so schön. Oh! Ja, rentiert sich, ne? Der Zocker hat wieder hier einen Glücksgriff gelandet. Mal schauen, was wir dann kriegen. Schreckenslord Chainer 2 als Emojis. Dann hier erlöster Grabsteinporträt. Okay. Als Seltenes haben wir hier verzauberte Schildwache Lunara. Kein Duplikat bisher. Und Sternenbrecher des Cyperlords. Legendäres Reittier. Sehr nice. Nehmen wir natürlich an. So, Freunde. Und das war's vom heutigen Video. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr auch gerne mal einen Kommentar da lassen und mir sagen, welche Kisten oder welche Skins ihr da rausgezogen habt aus den Halloween-Kisten. Und ja, abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch kein Video verpasst. Und hoffe, ich sehe uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao.